Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen und was geht hier zu einer neuen Folge auf unserem Kanal? Ich bin der Tatra-Fan, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video, denn es gibt wieder was Neues aus dem Hause Kartoffelphantom. Und es ist diesmal nicht der KT4D, um den es heute geht, sondern um ein anderes Fahrzeug. Ja, wir sind hier auf der Map Tatrahausen. Wir befinden uns jetzt hier gerade in, ja, dem kleinen Dorfe am Rande namens Burgdorf. Ja, mit der Einfahrt in den eingleisigen Abschnitt, da habe ich auch schon das Fahrzeug versteckt, um das es geht. Und das ist so ein, ja, nettes kleines Gimmick für zwischendurch. Macht auch echt Fun, wenn man sich da eingefuchst hat in die Funktionsweise dieses Gefährtes. Und ja, deswegen machen wir heute auch das Video hier. Das ist quasi so eine Art kleines Tutorial auch. Ja, ich switch mal kurz hin und auch wieder raus, damit wir sehen, um was es hier geht. Genau, um dieses nettes kleines Gefährt. Eine, ja, Hebeldraisine, die der Kartoffelphantom da zusammengebaut hat. Und ist auch echt lustig, macht auch echt Fun. Man muss sich, wie gesagt, ein bisschen einfuchsen in die Funktionsweise, wie man mit dem Gefährt fährt. Dem Gefährt fährt. Ah, heute bin ich es wieder, ne? Der kleine Reimer von nebenan. Ja, denn es ist nicht so, dass es hier reicht, dass man einfach Gas gibt. Also quasi die entsprechenden Tasten dafür drückt oder das Lenkrad dreht oder die Pedale eines Lenkrades benutzt oder den Joystick nach vorne oder was auch immer ihr benutzt. Ich bin ja so ein Tastaturspieler, ne? Also bei mir ist es ja Numpad 8 und 2 zum Beschleunigen und Bremsen. Und dementsprechend, ja, es ist halt nicht so, dass ich jetzt hier nur die Taste 8 drücke und dann fährt das Ding vorwärts und Bremsen ist auf 2. Nein. Es ist tatsächlich umgesetzt wie eine wirkliche Draisine, also Hebeldraisine. Man muss diesen Hebel hier tatsächlich hoch und runter pumpen. Und das funktioniert halt über Gas geben und Bremse. Das ist am Anfang ein bisschen tricky. Man muss den, ja, Flow, wie der Kartoffelphantom es auch genannt hat, erstmal raus haben. Denn also die Taste beschleunigen ist das Ziehen des Hebels. Man steht ja quasi auf dieser Plattform hier. Und von der Sichtweise aus ist es dann auch gesehen. Also er ist ja jetzt nach unten. Das heißt, im Prinzip müsste ich jetzt erstmal dran ziehen, dass es nach oben kommt und dann wieder nach unten drücken. Und nach unten drücken ist Bremsen und nach oben ziehen ist Beschleunigen. Das heißt, die beiden Tasten muss ich jetzt immer abwechselnd drücken. Und ich muss auch im Takt bleiben, damit das Ganze auch funktioniert. Ansonsten, ja, ne? Bleibt man irgendwann wieder stehen. Und wenn man aus dem Takt raus ist, muss man kurz warten. Also die rollt ja die ganze Zeit. Und dann, ja, geht es wieder weiter. So, ansonsten optisch schon mal ein echtes Highlight, das Gerät. Auch die, ja, Felgen. Sehr, sehr stylisches, Design. Man kann sie auch schieben. Ja, wenn ich jetzt hier auf diese Holzlatten gehe, dann kommt der Finger. Und dann kann man sie zum Beispiel, wenn man den Berg nicht hochkommt, auch mal schieben. Natürlich in Schritttempo. Man will es ja nicht übertreiben. Es muss ja realistisch bleiben. So, dann haben wir hier den Bremshebel. Und dazu muss man gleich nochmal was sagen. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr aufpasst. Denn man muss dazu in die Option. Ja, wie das halt immer so ist mit Lotus. Man muss hier nämlich ein bisschen was zuweisen, und zwar den Bremshebel. Wer das noch nicht gemacht hat, der muss das dann jetzt tun. Dann kann sie zwar auch mit der Notbremse bremsen, aber wenn man richtig langsam bremsen möchte, dann muss man den Hebel halt richtig zuweisen. So, ihr könnt nicht einfach ins Spiel gehen und dann in-game, also ihr müsst das im Spiel machen, ne? Also nicht im Menü vorne, sondern ihr müsst wirklich eine Karte laden, das Fahrzeug laden und dann könnt ihr diese Zuweisung erst machen. Wichtig ist halt nicht das Spiel starten und dann versuchen in die Option zu gehen, dann stürzt euch Lotus ab, sondern ihr müsst einmal, wenn ihr das, also wenn ihr Lotus gestartet habt und ihr seid im Hauptmenü, einmal die Option öffnen und wieder schließen. Und dann erst eine Karte laden mit dem Fahrzeug. Und wenn das dann geladen ist, so wie jetzt, dann könnt ihr jetzt hier in die Optionen gehen. So. Und dann geht ihr hier unter der Tastaturbelegung ganz nach unten.
Und dann seht ihr hier erweiterte Fahrzeugfunktionen und dann habt ihr hier Bremse anlegen und Bremse lösen. Und die beiden müsst ihr zuweisen. Ich habe jetzt Ö und A genommen. Das ja. ist halt, ja, ne, wer MSTS kennt, der weiß, dass das genau die, die beiden Tasten waren. Wenn ihr das zugewiesen habt, dann könnt ihr wieder raus. Die Notbremse stand ihr eben auch noch. Ne? Notbremse. Die könnt ihr auch noch zuweisen. Ich habe jetzt für mich die Taste V genommen. Ich weiß vom Kartoffelphantom, der benutzt die Backspace-Taste dafür. Ja. Ne, aber so generell so eine Notbremse gar nicht mal schlecht. Ja, wenn man das gemacht hat, dann kann man eigentlich auch schon loslegen. Also der Hebel ist normalerweise in der gelösten Stellung, das wäre da. Jetzt fängt sie mir aber an zu rollen. Wir stehen ja hier quasi genau am Scheitelpunkt fast. Ne? Da hinten geht es wieder runter und hier geht es auch ein bisschen. Also hier ist quasi so der Scheitelpunkt. So, kurze, ja, also wie gesagt, man kann sie schieben. Wenn ich jetzt die Bremse mal löse und ich jetzt hier, so, dann sieht er, rollt die. Ja, von alleine. So. Ja. Also wie gesagt, mit der Taste zur Nullstellung jetzt für den Sollwertgeber bei der Straßenbahn, das ist ja auf dem Numpad die Taste 5, kann man den Hebel auch wieder quasi in die gelöste Stellung bringen. Aber der fährt halt durch. Oder wenn ich jetzt die Taste Notbremse drücke, fährt er halt ganz nach hinten. Ich könnte natürlich auch jetzt mit der Taste R wieder lösen. Hier ist der Vorteil, hier kann ich ihn in jeder Position anhalten, in die ich möchte, während er bei den anderen halt immer direkt in die Nullstellung bzw. in den vollen Anschlag fährt. Das gilt auch für die Schnellbremsung auf der Taste X. So, ja, Sichten haben wir nicht allzu viele. Wir können mit den Pfeiltasten hoch und runter quasi die Ansicht wechseln, in die wir fahren wollen. Und F2, ja, kannst du so ein bisschen auf den Sitzen hier teilen, Platz nehmen. Einmal im Kreis quasi. F3 in Sicht, ja, hat das Gerät auch. Und halt, naja, F4 hat ja alles, ne? Also freie Kamera. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen bewegen. So, ja, dann gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Ja, so. Ja, wie gesagt, man muss halt immer mit den Tasten auf und ab arbeiten. Und wenn man so ein bisschen den Flow raus hat, dann erreicht man mit dem Gerät auch eine ordentliche Geschwindigkeit. Und wenn man die Taste loslässt, also der Hebel macht trotzdem weiter. Jetzt sollten wir vielleicht mal ein bisschen bremsen. Es geht ja hier bergab. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Also man kann, wenn man den Flow raus hat und sich da nicht verheddert zwischendurch mal, dann kann man durchaus eine gute Geschwindigkeit erreichen. Also Kartoffelphantom sagte etwas von, man schafft so um die 50 km/h. Okay. Ich habe zwar noch keinen gesehen, der von der Hand eine Draisine auf 50 km/h hebelt, aber ich hörte mal was von 30 km/h mit einem gut eingespielten Team. Kann man erreichen. Ja, wie gesagt, ist schon echt lustig und funny, das Gerät. Ich musste mich auch erstmal ein bisschen einfuchsen. Und ja, quasi hier etwas spielen, bis ich heraus hatte, wie das ganz genau funktioniert. Und ja, mit dem Vorwärts-Rückwärts-Fahren. Aber das macht schon echt Spaß und man kann hier echt, also ich bin echt begeistert. Also für so ein kleines Ding so zwischendurch ist es ein echt nettes Gimmick, gerade zum gestrigen Vatertag. Ja, also das Video entsteht natürlich einen Tag nach dem Vatertag, ist es natürlich schon mal ein nettes Gimmick und fehlt noch ein Bierkasten drauf. So, jetzt sind wir quasi im Tal angekommen. Jetzt wechseln wir mal die Sicht. Und ja. Achso, fiese, verkehrte Richtung. Falsch angefangen zu ziehen. So, dann. Na nö.
Ja, das muss man erstmal raus haben. So. Ja, so. Wie gesagt, das ist halt ein bisschen tricky. Man muss dann erstmal herausfinden, welcher Position man gerade steht und wie das am besten funktioniert. Ist das nicht geil? Ja, wie gesagt, so ein nettes kleines Gimmick. Ja, runter konnten wir uns ja recht viel rollen lassen. Jetzt kommt der Spaß bergauf. Ja. Was passiert gerade an der Karte? Oh, jetzt müssen wir mal ganz schnell hier mit ein bisschen mit der Bremse. Jetzt haben wir uns hier nämlich fast verhaspelt. So, ich sage ja, das ist nicht ganz einfach. Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich das erste Mal den Punkt erreicht, wo man nicht hochkommt. Aber das ist ja kein Problem. Wir können ja schieben. So, jetzt noch einer den Hebel löst. Dann. Man kann es auch auf die Tasten zuweisen, ne? Also so ist es jetzt nicht. Auch das hätte man in der Funktion mit drin. Yeah. So sieht es unter der Erde aus. Also auch das kann man tatsächlich zuweisen in der Tastenbelegung. Wenn wir jetzt hier vorwärts schieben, anschieben und irgendwo rückwärts anschieben, genau da. Also man kann auch das den Tastaturzuweisungen machen. Und dann ja, braucht man hier nicht draufklicken, sondern kann quasi das per Tastenzuweisung machen. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Es soll jetzt auch nicht so ein übelst langes Video werden. Wichtig ist halt die Zuweisung der Tasten, dass man das macht. Ja, ansonsten gibt es demnächst auch wieder, denke ich mal, ein neues Video zur Karte, zu KT eventuell. Mal gucken. Ansonsten, ja, bin ich aktuell wieder ganz viel am Bauen in der Karte, eher in einer anderen Richtung als hier, aber auch hier ist jetzt gestern der Waldboden dazu gekommen. Da suche ich allerdings noch nach der richtigen Auflösung. Das gefällt mir noch nicht. Das will ich im Wald halt ein bisschen fertig machen, dass man halt nicht immer so weit in die Ferne blickt, dann da hinten wieder auf den komischen Textur, also Standardtextur Boden, sondern ja, das halt ein bisschen blickdichter machen und dass es alles ein bisschen schöner wird hier, dass man halt wirklich das Gefühl hat, man fährt durch einen Wald. Und ja, wie gesagt, so viel erstmal zu dem kleinen netten Vehikel hier. Und ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder mit einem neuen Video. Und bis dahin sage ich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.